Hallo und willkommen zu Sputtis Account Tour in Guild Wars 2 im Jahr 2022. Der ein oder andere von euch wird sich vielleicht daran erinnern, dass ich früher auf Guild News Account Touren gemacht habe. Da habe ich ausführlich vorgestellt, wie mein Account aussieht, was alles in ihm drin ist, welche Erfolge ich gemacht habe und so weiter und so fort. Und ja, jetzt sind ein paar Jahre seit dem letzten Video vergangen. Und es haben mich vor kurzem, ich glaube, es war einmal Jojo, also Eglis, und noch jemand hat mir auf Twitter geschrieben: Hör mal, Sputti, wann kommt eigentlich deine Account-Tour 2022? Und tada, da ist sie. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, wie ich sie früher aufgebaut habe, von der Reihenfolge her. Aber ich werde jetzt einfach eine neue Reihenfolge kreieren und mal gucken, wie das Ganze so bei euch ankommt. Zuallererst beginnen wir das Ganze mit Account, Alter und den Daten drumherum. 3445 Tage hat mein Hauptcharakter Sputti, 6640 Stunden. Und ich habe 7459 Stunden, also rund 800 Stunden, auf den anderen Charakteren verbracht. Das ist nur, ich sag, ein Teil meiner tatsächlichen Guild Wars 2 Spielzeit. Der ein oder andere weiß, dass ich einen anderen Account habe, mit dem ich das Hardcore-Let's Play gemacht habe. Da sind, glaube ich, noch mal um die 500 Stunden alleine Hardcore-Let's Play drauf. Dann habe ich einen weiteren Account, einen Free-to-Play-Account, auf dem ich gespielt habe. Ich habe noch einen Account, da ist nur Heart of Thorns drauf. Mit dem habe ich damals gesmurft im PvP. Das ist Account Nummer 4. Und theoretisch habe ich noch einen chinesischen Guild Wars 2 Account. Das ist so gesehen Account Nummer 5, den ich aktiv betreibe oder aktiv in Anführungszeichen. Insgesamt wird sich das auf irgendwas um die 8200, 300 Stunden etwa hochsummieren, wenn ich das richtig überschlagen habe. Mein Hauptcharakter ist Sputti. Den dürftet ihr an dieser Stelle wahrscheinlich alle kennen. Derzeit noch in seinem freshen Weihnachtslook. Und ich würde sagen, wir beginnen das Ganze erstmal mit ein paar weiteren allgemeinen Statistiken. Ich bin derzeit bei 36.013 Erfolgspunkten. Die 15.000 im täglichen / monatlichen Cap habe ich voll. Das ist jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube, Anfang 2021 oder für 2021 war das große Ziel, den Erfolg zu schaffen. Ich habe derzeit, hier sieht man das, glaube ich, Goldgespür, 144%, 28% Karma-Zuwachs und 24% Magic Find. Das ist tatsächlich, nee, 241% sind das, oder? Ja, 241, okay. Das hatte ich tatsächlich, ich glaube, das ist immer noch ein geringer Wert, aber das ist, glaube ich, soweit okay. Chroniktechnisch muss ich sagen, die Anfänge habe ich sehr, sehr gut durchgespielt, Lebendige Welt Staffel 2. Heart of Thorns Akt 4 fehlt mir noch immer dieses doofe Flugmanöver. Da habe ich bisher, noch keine Muße zu gehabt. Das ist vielleicht mein großer Plan 2022, den Erfolg nochmal abzuarbeiten. Lebendige Welt Staffel 3 ist soweit durch. Es gibt noch irgendwie ein, zwei Erfolge. Ich glaube, ist das der einzige? Ne, hier, bei Am Ende des Pfads sind auch noch ein paar Erfolge dabei. Aber zumindest die Meta-Erfolge habe ich alle safe. Selbiges gilt bei Path of Fire Akt 1, 2 und das war's auch schon. Akt 3 ist tatsächlich, ab da beginnt so, ich sag mal, die Phase neuer Lebensabschnitt, ein bisschen mehr tanzen und dann, ja, später resultierten daraus ja Hochzeit und Kind, wie der ein oder andere weiß. Das beginnt so ungefähr in dem Bereich. Tagesanbruch, da sind noch ein paar Erfolge offen. Ein Fehler im System, sind zwei Erfolge offen. Lang lebe der Lich, ist noch ein bisschen was offen, auch wenn ich den Meta-Erfolg wenigstens fertig gemacht habe. Alles oder nichts, habe ich tatsächlich auch noch nicht alle Drachen, Blutwaffen, ewiger Krieg. Auch da fehlen mir Erfolge für den Meta. Vielleicht kriege ich die zusammen, wenn ich jetzt demnächst die wiederholbaren Erfolge aus den Episoden angehe. Und dann wird es tatsächlich sehr, sehr dünn, muss ich gestehen. Die Lebendige Welt Staffel 5 aka, scheiße, hab ich schon wieder vergessen, Eisbrutsager. Die habe ich tatsächlich nicht so intensiv gespielt, dass ich da jetzt große Meta-Erfolge vorweisen könnte.
Also vielleicht kommt die Motivation mit End of Dragons wieder ein bisschen zurück. Auf jeden Fall viel, viel Potenzial, um noch Erfolgspunkte gut zu machen, liegen hier in der Chronik. Allgemeine Erfolge, da sieht es schon ein bisschen besser aus. Tatsächlich noch nie so oft diesen Verliesstammgast gemacht, das wird mir immer vorgeworfen. 36 Mal wiederholt erforschbare Verliese, was ist das denn nochmal? Achso, alle Pfade abschließen. Guck mal, das mache ich tatsächlich nicht so oft. ist okay. Aber insgesamt habe ich ein paar Verliese erledigt. Ätherpfad ist durch, Silberwüste, Trockenkuppe. Beim Bezwinger sind noch ein paar Sachen offen. Überrascht mich gerade selber. Die Kristallwüsten, Raubtiere, das sollte ich eigentlich in nächster Zeit mal schaffen. Und ich glaube, hier wird es dann sehr speziell. Riesentrolle, Jotun trifft man recht selten. Minotauren, Ettins und Greifen vielleicht noch ein bisschen häufiger. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich noch ein paar Erfolgspunkte relativ zügig abgreifen kann. Held ist durch, Händler ist durch. Was ist das denn hier überhaupt? An den Erfolg kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, der kam auch irgendwann später dazu. Explorator-Erfolge. Habe ich die Himmelsschuppensachen nie gemacht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich bin ich da gar nicht so schlecht bei. Die Himmelsschuppen-Explorator-Erfolge muss ich demnächst mal machen. Habe ich noch null von gemacht. Null, tatsächlich. Das ist cool. Da mache ich vielleicht eine Livestream-Nummer draus. Ich besitze nicht alle 6 Teile der legendären Rüstung. Und ich besitze kein Legendary 2-mal. Überraschend. Besitze ich bindet 6 einzigartige Teile der legendären Rüstung. Jetzt muss ich einmal ganz kurz, nur um das für mich zum Verständnis zu machen. Dieses Lila ist ja legendär, ne? 1, 2, 3, 4 habe ich hier aber. Bin ein bisschen überrascht, dass da 1 von 6, beziehungsweise 0 von 6 steht. Wahrscheinlich habe ich wieder nicht die richtige legendäre Rüstung, ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken. Mode-Safe, Waffenmeister. Man sieht, dass ich Ranger bin. Stab, Druide, Schwert hatte ich früher sehr stark ausgerüstet. Großschwert jetzt derzeit. Kurzbogen, Langbogen. Relativ weit oben. Harpune. Axt ebenfalls als Ranger hauptsächlich eingesetzt. Hammer war bisher noch nicht Ranger-Sache. Dolch ebenso wenig. Das sind, glaube ich, meine Guardian-Spiele. Und das hier hauptsächlich Thief, Dieb. Ein bisschen Ele habe ich auch gespielt. Überraschend wenig Fackel, wo man die ja auch einsetzen könnte als Ranger. Gemeinschaftserfolge habe ich safe, Halle der Monumente safe, Sprungrätsel, alles. Einsicht in die Beherrschung in Tyria, sieht gut aus. Drachensturm und Drakkar, da sieht es noch ein bisschen düster aus. Da kann ich auf jeden Fall noch was nachholen. Zerschmetterer durch, dreifach Ärger, Tickwortel, Bosse. Genau, den kann man mehrfach wiederholen. Und tatsächlich die Tutorial-Sachen habe ich noch nicht alle gemacht. Auch da liegen Erfolgspunkte, stelle ich gerade fest. Schockierend, erreicht mit einem Charakter-Account Stufe 10. Oh, ja, habe ich ein paar Mal, aber anscheinend noch nicht, seit es diese Erfolge gibt. Zeit für einen Schwarzlöwen-Truhen-Run. Path of Fire Gebietserfolge, Kristalloase, soweit ganz gut. Einzig die Dorfbewohner könnte ich noch ein bisschen bewaffnen. Die Tresorsachen sind ja endlos Erfolge. Rätselhaft. Das habe ich bisher noch nicht so durchgängig gemacht. Hier sind noch ein paar Trümmer offen. Ich glaube auch eines der wenigen Videos, die ich nie für Guild News als Guide gemacht habe. Weil ich die einfach selber nicht gesammelt habe. Im Ödland fehlt noch ein bisschen was. Da können wir noch was reißen. Domäne Wabi habe ich noch nicht vor allen Statuen Jokos gestanden und salutiert. Guck mal. Das können wir auch noch nachholen. Kristallwüste allgemein, Beherrschungen und ich habe noch nicht alle Spezialisierungen komplett gelevelt, wie ich gerade sehe. Beim Weber fehlen mir, glaube ich, 10 Heldenpunkte hatte ich letztens. Das habe ich jetzt zufällig kurz vor dem Video einmal gesehen, was mir beim Weber fehlt. Heart of Thorns, immer noch dieselben Erfolge, glaube ich, offen, die immer schon offen waren. Da dürfte sich relativ wenig geändert haben. Den habe ich nie angetroffen. Den Scale-Kansel. Wieder schon das Drachen, Einsicht, Beherrschung. Und hier
tatsächlich auch alle Spezialisierungen durch. Spannend dürfte sein, die aktuellen Nebengeschichten, Saison der Drachen. Gespielt habe ich die 10 Erfolge, die ich quasi machen muss, oder die 10 Episoden, um den Precursor zu bekommen. Das Ziel ist natürlich langfristig das Legendary, das legendäre Amulett. Da habe ich aber noch einige Episoden vor mir. Ihr seht, Lebendige Welt Staffel 2 habe ich gespielt, die mag ich gern. Staffel 3 habe ich im Livestream gemacht, die 3 Episoden. Glutbuch, Bitterfrost, Doriksee, Domäne Istan und Auge des Nordens. Hier, das war die Vision der Vergangenheit, die ich spielen sollte. Die 2 habe ich so ein bisschen Offstream gemacht. Ich habe auch angefangen mit Drachensturz, glaube ich. Ja, da steht schon 2 von 4 Rängen. Da mache ich demnächst dann weiter. Draconis Mons und Zaubersängerlände, die 2 stehen auf dem Programm für den nächsten Livestream. Der könnte mit etwas Glück übernächste Woche sein. Da kommt auch Lost Ark raus. Das wird mich ein bisschen beschäftigen, mein MMO bedingt. Aber ich werde auch versuchen, einen Guild Wars 2 Livestream mit Draconis Mons und Zaubersängerlände auf die Beine zu stellen. Haltung der Magie. Hier dürfte sich nichts verändert haben seit unserem letzten Account-Tour-Video. Jeweils einmal muss ich die 3 Hansel noch machen und dann hätte ich theoretisch den Erfolg fertig. Steht mal auf der To-Do. Gerechtigkeit der Klinge, soweit ganz gut. Anormale Vorkommnisse, Transferjäger, Ritter des Dorns. Portalpanik, habe ich auch noch nicht alles gemacht. Rollkäferrennen, das war mir sehr wichtig. Und jetzt kommen die ganzen Rückkehr-Erfolge. Die brauchen wir jetzt nicht einzeln durchgehen. PvP, jetzt handeln wir es ein bisschen schneller ab. Die Map-Erfolge, okay, bis auf Champions Dämmerung. Das ist der Dingens-Modus, ne? Ja, hab ich nie so gerne gespielt. Geisterwacht war nie in der Rotation oder lange nicht in der Rotation für Rank, glaube ich. Deshalb habe ich hier nichts. Hammer des Himmels habe ich. Die Jahre des Aufstiegs-Erfolge habe ich mitgenommen. Und jetzt könnt ihr hier so ein bisschen durch die allgemeinen Erfolge scrollen. Hier fehlt eine ganze Menge. Vor allem die Klassenerfolge. Wie ihr seht, habe ich Mesmer nicht so wirklich viel gespielt. Elementarmagier auch nicht so wirklich. Wiedergänger überraschend auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich die 2 hier tracke. Ein paar, die ich gespielt habe, waren vor allem ein bisschen Ranger, ein bisschen Warrior. Stehen hier alle nicht? 200 Matches als Weitläufer. Ich bin ein bisschen überrascht. Wie auch davon ausgehen, dass ich die jetzt Krieger fertig habe. Wo sind meine Krieger-Achievements? Wiedergekehrt. Raufbold. Nee, das ist der allgemeine Eroberer. So wenig Matches habe ich als Krieger gewonnen? Oder habe ich als Krieger nur gesmurft? Kann anscheinend so sein, dass ich als Krieger nur gesmurft habe. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mehr Warrior-Matches gespielt habe. PvP-Season. Eieiei, die Erfolge kenne ich gar nicht. Schließt einen PvP-Saison-Erfolg ab. Aha. Das ist alles nach meiner aktiven PvP-Zeit erst gekommen, ne? Ja, mit Season 21. Da habe ich anscheinend dann ein bisschen noch teilgenommen. Dann war die 2v2-Season. Und dann habe ich kein PvP mehr gespielt seitdem, obviously. WVW, da wird eine Menge nicht erledigt sein. Ich war nie der intensive WVW-Spieler. 1000 Sachen habe ich erobert. Das dürftet ihr alles noch aus den letzten Videos kennen. Da dürfte sich nichts verändert haben. Rand der Nebel, da war ich ein bisschen aktiver unterwegs. Damals für Erfolgsguides. Die Kriegsklaue habe ich mir freigeschaltet. Und jetzt kommen diese kleinen Minispielchen. Jetzt wenn wir ehrlich, da hat, glaube ich, keiner richtig viel Zeit drin verbracht. Ja, so ist es. Halle der Ketten. Der einzige Raid, wo ich nicht tief drin bin und den ich, glaube ich, auch noch nicht abgeschlossen habe. Doom liegt noch offen. Alle anderen habe ich abgeschlossen. Und in der Regel auch die meisten Erfolge fertig. Ja. Nur halt eben Halle der Ketten, nie. Fraktale, Albtraum, hier ist auch noch ein bisschen was offen. Keine Laser, den Jadeschlund, irgendwer ließ sich immer treffen. Die Albtraum-Sachen habe ich und Sunqua-Gipfel noch nicht einmal gespielt seit dem Release. Stellt also fest, viele, viele Sachen,
die jetzt halt in den letzten Monaten tatsächlich liegen geblieben sind, durch Geburt des Kindes, Umzug, Corona, ein echter Job, ja, nach Guild News. Schon sehr, sehr beeindruckend, was man noch alles eigentlich nachholen könnte. Bei den Sammlungen hingegen bin ich ein bisschen aktiver gewesen. Damals halt vor allem für viele Erfolgsguides. Seltene Sammlungen, dürfte auch recht viel abgeschlossen sein. Ist aber auch ein bisschen was dazugekommen, was man jetzt noch machen könnte, offensichtlich. Spezialisierungssammlungen habe ich noch nicht durchgemacht. Legendäre Waffen, habe ich einige Sachen angefangen. Unter anderem die Flammensucher-Prophezeiung, die ich mal beenden könnte. Was will ich dafür machen? Frostschlund, Chemikris Bestie und Flammenlegion Abbild in den Ebenen von Aschfurt. Eigentlich alles Sachen, die man mal so nebenbei machen könnte. Ich habe auch ein paar Sachen erledigt, vor allem die Stufe 1 habe ich, glaube ich, bei sehr vielen gemacht. Joker und Champawatt habe ich fertig, das wisst ihr. Hier seht ihr es, Moloch, Träumer, Bifröst, Kreidkin, Kuzu, den ich ja auch komplett fertiggestellt habe, ebenso wie Pharus, da kommen wir gleich nochmal drauf. Legendäre Rucksäcke habe ich offensichtlich nicht. Legendäre Rüstung, hier kommt's. Gegenstände gesammelt für die erste Stufe, okay. Gegenstände gesammelt für die zweite Stufe, meh. Das ist der Stand bei der legendären Rüstung. Schmuckstücke, da ist auch noch ein bisschen was offen. Ja, Visionen, seht ihr hier, sind noch drei Dinge, die ich machen kann für Erwachen. Koalescence gar nicht angefangen. Das ist hier der Stand bei den Schmuckstücken. Festtagssammlungen. Ui, Festsammlung. Wusste ich gar nicht, dass es die inzwischen gibt. Winterpräsenz, safe. Süß oder saures für die Kinder. Was aussteht. Guck mal, 8 Waffen bei der Kaiser, 4 bei den Karmesinroten, 7 beim Sturmzauberer und 2 von den frostige grünen Waffen. Was sind das? Achso, das sind die Winterwaffen. Verrückt. Verrückt, verrückt, was es hier alles gibt. Lest während des Events versteckte Bücher. Goldklaue Feiertagssammlung. Was ist das denn? Super Adventure Box? Aha. Die habe ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Cool, cool, cool. Dass ich hier noch neue Sachen entdecke. Ja. Hof des verrückten Königs, indem ihr das hier macht. Aha. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich bin in der Truhe auf dem Turm des Visiers. Das geht wahrscheinlich nur während des Events, ne? Während ihr euch in geisterhafter Gestalt befindet, ja. Okay. Das hätte man mal nebenbei machen können. Ja, steht dann für dieses Jahr Halloween tatsächlich auf dem Programm. Schwarzwölfen-Waffensammlung, die letzte, da ist ein bisschen was. Karmesinrote, Verrücktes Reich, Alchemisten, Blutstein, Drakonische, Dwayner, Gargoyle-Waffensammlung, Gletscher-Waffensammlung, Glitzernde Inquistur, Typ 2. Ihr seht hier auch die Mini-Raptoren, eterisierte Waffen, unbarmherzige Waffensammlung. Ganz viele auch angefangen. Aber halt auch noch eine ganze Menge Luft nach oben. Ich glaube, ich habe so ziemlich alle zumindest eine Waffe freigeschaltet, damit ich dieses Achievement trigger, glaube ich. Ich glaube, das war mal der Plan. Ja, das ist die Übersicht meiner Erfolgspunkte. Ich weiß, dass ich ein bisschen Spott jetzt wahrscheinlich bekommen werde, weil ich längst nicht alles gemacht habe und da auch einige wahrscheinlich von überrascht sein werden. Aber so ist der Stand. Ja, bei den Beherrschungen, auch hier Eisbrutsaga, da sind noch Lüfte nach oben. Das ist aber auch auf meiner To-Do jetzt als Vorbereitung für End of Dragons, hier nochmal ein paar Sachen nachzuholen. Insbesondere in der Kategorie war ich halt nicht sehr aktiv. Alles andere aus den alten Gebieten ist so ziemlich safe. Ihr seht es nochmal, Legendaries aus der Rüstkammer, 4 Rüstungsteile und dann Sonnenaufgang, Nimmermeer, Chuka und Champawatt, die glänzende Klinge, Pharus und der Aufstieg, das legendäre PvP-Rückenteil. Das sind die Legendaries, die ich fertig habe. Kuzu könnte ich noch fertig bauen, da liegt der Precursor rum. Der Precursor für die Harpune liegt auch herum. Rage, glaube ich. Die zwei Legendaries überlege ich, ob ich sie nochmal irgendwann ausbaue. Womöglich tue ich es nie.
Ihr kennt das, ihr kennt das von mir. Ansonsten aufgestiegenes Equipment, das, was man halt braucht. Generell, um euch dann auch mal wieder so ein bisschen über mein Inventar lustig zu machen, meine gemeinsamen Inventarplätze, das wichtigste Passierschein des Luftkapitäns, Heimatportalstein, kupferbetriebener Wiederverwerter, die drei benutze ich fast täglich, würde ich sagen. Weltbobs Portalgerät hin und wieder, Folianten für Stufe 3, für Living World 3 und 4. Der Bitterfrost-Aussichtspunkt nur für Schwarzlöwentruhen-Videos, ganz, ganz wichtig. Unendlicher Nebel-Defensivtrank, der Mobilversorger im WVW, den ich, glaube ich, selten benutzt habe. Wiederbelebungskugeln, mein Schmuckstück, der persönliche Händler. Ein paar Bankzugriffe, die man halt so hat, Sofort-Reparatur-Kits, Teleport to Friend, wird regelmäßig aufgefüllt. Kamische Konverter, ich weiß nicht, ob ich ihn heute schon benutzt habe. Nein, offensichtlich nicht. Aber man kann nie genug Obsidian-Scherben haben. Leylinie-Materie. Verwerter, den habe ich zumindest benutzt. Schimmer des Empfindens benutze ich regelmäßig. Fatalrelikt war ganz, ganz selten. Aber wenn hier mal irgendwas drin ist, was man vielleicht bräuchte. Den benutze ich meistens nur als Händler zum Verkaufen. Klage des Spermascheids habe ich hier lange nicht mehr benutzt. Und Champions Rast hin und wieder. Hin und wieder mal. In die PvP-Lobby, weil es da cool ist. Ja, die ganzen Wiederverwerter benutze ich. Ich weiß, dass ich einige über 6 Dinge hier aufregen werden. Nummer 1, warum zur Hölle schleppst du so viel Scheiß mit dir rum? Das ist eine sehr gute Frage. Manche von denen benutze ich regelmäßig, manche weiß ich auch gar nicht, wo ich damit hin soll. Kristalline Herz- und Phasenverzerrungsdiagnosegerät, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch brauche. Die Tigerbaukarte muss einfach sein, als guter alter Chuka- und Champawatt-Fan. Die Runen, damit kann man irgendwas machen. Ich meine mit meiner Zuflucht der Sonnenspeere. Da bin ich mir tatsächlich gerade nicht mehr sicher, warum ich die mit mir rumschleppe. Die zwei Sachen sind jetzt halt gerade aus dem Event mit dabei. Darum liegen sie im Inventar herum. Hier unten habe ich dann meine Rüstung, wenn ich zwischendurch mal wechsle. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht, weil ich jetzt halt viele Legendaries besitze, vor allem bei den Rüstungsteilen. Auf der anderen Seite bin ich auch zu faul, Stats zu wechseln und hier habe ich halt schon meine Rune und all den Quatsch drauf. Also ich habe quasi nochmal neben meinem Berserker-Set ein komplettes Viper-Set. Course. Alle lieben Conny Ranger. Und ich habe nochmal ein komplettes Marodeur-Set, was ich irgendwann mal benutzen wollte fürs WVW, aber sehr, sehr selten Anklang gefunden hat. Aus anderen Grund liegen meine LI auch hier. Ich glaube, das sind, glaube ich, alle LI liegen hier drin, weil ich die, glaube ich, zwischendurch zum Posten brauchte. Und was der holographische Zahn hier macht, I have no idea. Warum habe ich hier die zwei Äxte drin? Ich bin mir nicht sicher, warum ich die hier drin habe. Wird sich der Vergangenheit Sputti, glaube ich, was beigedacht haben. Währung können wir auch einmal aufmachen. Da unten, das wäre der richtige Knopf. Derzeit 2 Edelsteine, nice. 1700 Gold, da habe ich ganz, ganz viel mit Dailies in den letzten Monaten dran gefarmt. Bin ich zufrieden mit. 1,5 Mio Karma, nicht so viel, aber das, was halt übrig blieb. 6000 Geisterschämen, 500 Lorbeeren. Da warte ich auch gerade drauf, ob ich für die neuen Legendaries wieder Materialien brauche. Genbelobigungen, die sind, glaube ich, jetzt gerade ganz gut einsetzbar beim Mondneujahr. Ein paar Transmutationsladungen, PvP-Tickets. Ja, ihr kennt diese ganzen Währungen. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo krass viel habe. Hab noch ein paar Magnetitscherben, wenn ich mal irgendwann welche bräuchte für andere Charaktere. Nicht so viele Gates-Kristalle. Auch Festmarken. Holy Macaroni, kann ich die festmarken? Ich habe die vorhin in meiner Bank gesehen. Ich habe ja einmal kurz in meinen Account geloggt, um zu sehen, ich werde hier gleich nochmal genauer drauf eingehen, alle verbrauchen. Kann ich die einfach aus meiner, weil die ganze Zeit Bankplätze blockieren? Offensichtlich kann ich das ja. Okay, 6000 Festmarken, Nieselwald-Truhen-Sachen. Die Scherben, ich bin mir auch nicht sicher, wofür man die tatsächlich braucht gerade. Und unten dann die Dungeon-Sachen. Ich habe keine Packbrechstangen mehr. Das überrascht mich. Und diese Kristalle hier unten besitze ich derzeit auch nicht. Soviel zum Inventar und zu meinem Sputti. Schauen wir in die Sachen, die euch noch mehr triggern werden. Herzlich willkommen zu meiner Bank. oben offensichtlich Booster, ziemlich viele Booster. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Booster es gibt. Ich glaube, man konnte sie irgendwann mal so in andere Booster umwandeln, damit man da die Wahl draus hat.
Habe ich nie gemacht. Ich liebe Booster. Irgendwann werden die auch zum Einsatz kommen. Dadurch, dass ich halt viele Charaktere habe, habe ich sehr, sehr viele Booster, vor allem bei dem Geburtstagskram. Eigentlich könnte ich mich jetzt schon ein halbes Jahr lang quasi Geburtstagsboostern. Die hätten immer einen Tag, ne? Da kommen nochmal 80 Stunden oben drauf. Dürfte fast ein halbes Jahr reichen. Nicht ganz, aber ihr wisst schon. Ja, Frisierkits, Identitätsreparaturkits. Wer meine Schwarzwürmentruhen-Öffnungsvideos geguckt hat, weiß, ich liebe Frisierkits. Habe ich da früher immer draus gezogen. Das ist eigentlich ein Gegenstand, den ich wegschmeißen könnte. Das Problem ist nur elektromagnetischer Deszendierer. Das muss noch in Anführungszeichen, sehe ich gerade. Deszendierer Bindestrich Gleitschirm. Das habe ich falsch geschrieben. Elektromagnetischer Deszendierer. Da fehlt ein E. Zack. Schauen wir wieder ein Plätzchen frei. Schwarzwürm-Tickets für Miniaturen. Hoppala. Ich weiß gar nicht, ob die mal irgendwann angefangen haben zu rotieren. Die meisten dieser Miniaturen habe ich freigeschaltet. Da kommen gleich auch noch ein paar Account-Stats aus GW2 Efficiency, um so ein kleines bisschen zu posen. Trojanische Währungsumtauschgutscheine, die ich irgendwann mal einsetze. Schwarzwürfenfigürchen. Ein bisschen Kram für Legendaries, die ich irgendwann mal brauchen werde. Dann haben wir, genau, du gehörst da runter. Hier so ein bisschen allgemeiner Kram, aufgeschriebenes Wiederverwertungskit, Miniaturen, die eigentlich kein Mensch braucht, aber die ich immer aufbewahrt habe, weil ich irgendwann noch darauf warte, dass ich was damit anfangen kann. Sachen aus der Super Adventure Box, die hier herumliegen, oder von anderen Events. Dann kommen wir in den Legendary, die Legendary-Kiste, wie ich sie nenne. Hier ist unter anderem Rage drin. Hier sind so ein paar, guck mal, noch ein aufgeschriebenes Accessoire. Geisterholzspross, Heldenornament. Gabe von Otter. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Auf meinen Otter-Gegenstand. Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin jetzt ein kleines bisschen broken. Ich weiß, dass ich die Otter-Sachen gefarmt habe und auch die Animation hatte. Aber woher kam die Animation? War das ein Rückenteil? Garderobe, war das ein Rückenteil, das diese Animation gemacht hat? Nein, das sind Mottenflügel. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, woher die Otter-Animation kam. Auf jeden Fall habe ich die Otter-Infusion. Infusion war es, glaube ich, ne? Birneninfusion? Otter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Woher mein Otter kam. Aber ich liebe Otter. Und ich weiß, dass ich sie habe, weil ich habe ein Video dazu gemacht. Ja, hier kommt, ich nenne sie die Bank für Twinks. Ganz viele, das gehört eigentlich übrigens nach oben. Ganz viele Level-Up-Sachen, wenn ich sie irgendwann mal brauche. An Schriftrollen bis hin zu Level 60. Meine Ausrüstung für den Farm mit Schwarz- oder für Schwarzwindruhen-Schlüssel-Farm, mein Level 10er. Ein paar Insignien, die ich eventuell nochmal brauche oder nicht. Dann kommen wir in den Krimskrams-Beutel. Essenzen, die gehören, glaube ich, auch zu den Legendaries oben. Eigentlich gehören die mit hier rein, die Essenzen, glaube ich. Dann sind hier die Raid-Marken. Ein paar davon bewahrt man sich hier auf, um mal irgendwie Killproofs zu posten oder auch nicht. Und hier unten, guck mal, das sind noch weitere Essenzen für Precursor. Hier unten ist es noch mehr Legendary-Kram. Eigentlich gehören die, glaube ich, hier hin. Können wir immer mal austauschen. Und hier unten sind noch die Teleport-Sachen, die man nicht so regelmäßig benutzt. Passierschein zum Bastion des Waffenstillstandes, zur königlichen Terrasse, Lilie des Elon. Eigentlich fehlt da, glaube ich, noch eine. Irgendwo habe ich noch eine Wittmanns-Torheit. Genau, oder Torheit des Edelmanns, da ist die. Die ich nie benutze, weil ich aus irgendeinem Grund das Luftschiff lieber mag. Und dann gehört das auch hier oben mit zu. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich die Sachen alle brauchte. Das muss ich mir irgendwann mal angucken, weil ich hatte einen Plan, was ich aus denen bauen möchte. Und das werde ich irgendwann auch nachholen. Wenn die Zeit dafür passt. Ja, zu allgemeinen Stats von meinem Account. Ich mache jetzt einfach mal das hier offen und lese euch so ein paar lustige Dinge vor, die GW2 Efficiency über mich sagt. Und zwar sagt GW2 Efficiency, mein Accountwert beträgt derzeit
228.105 Gold, 118.000 exkludierte, also ohne die Edelstein-Gegenstände. Damit bin ich höher als 98% der Accounts, als 300 von den 350.000, die es gibt. Ich bin in der besten Liste auf Platz 5.371. Das ist der Stand. Charakterwerte gab's doch, glaube ich, auch, oder? Okay, hier sehe ich tatsächlich kein Gold. Hier steht immer meine Playtime? Steht hier irgendwas da? Playtime. Achso, Tode haben wir uns nicht angeguckt. Tatsächlich hat mein Sputti knapp 20.000 Tode und im Schnitt 3,2 Tode pro Stunde. Viele davon aus dem bockschweren Modus und dem PvP. Das ist, denke ich, verständlich. Mein zweitmeistgespielter Charakter ist Sputtele, mein Krieger. Auf den wechseln wir gleich auch noch. Dann folgen mein Guardian und meine Elementarmagierin. Alle knapp über 200 Stunden. Und dann wird es schon enger. Mein Necro mit 80 Stunden, meine Mesmerin mit 70, meine Diebin mit 50 und dann geht es halt auch schon sehr, sehr weit nach unten. Am wenigsten gespielt habe ich lustigerweise Sputti Test. Das ist ein Level 60er Char Wächter. Ich weiß nicht, warum ich ihn überhaupt erstellt habe. 20 Minuten hat der an Spielzeit. Nice. Was kann ich denn hier noch Lustiges gucken? PvP-Erfolge, Farming. Wie sieht es denn hier in den allgemeinen Statistiken aus? Kann man da irgendwas rausziehen? Es gab doch früher immer so die Übersicht Freischaltungsstatistiken und so, ne? Wie viel ich... Ach nee, warte, das ist bei Farbe und sowas. Geteiltes Inventar, Garderobe. Fangen wir mit Garderobe an. Meine Sammlung ist 3.242 Gold wert. Und ich bräuchte noch 13.000, um meine Sammlung komplett zu vervollständigen. Miniaturen habe ich 57,5% aller vorhandenen, knapp 16.000 wert, knapp 11.000, die ich noch kaufen müsste. Reittierskins besitze ich 70 von 271 möglichen, 25%, cool. Bei den Farben besitze ich 92,2%. Auch sehr spannend, meine Sammlung ist 1930 Gold wert. Es fehlen aber noch 2070, um sie zu vervollständigen. Das heißt, die letzten 48 Farben, die mir noch fehlen, sind nochmal ein Stück mehr wert als alle Farben, die ich besitze. Das ist bitter. Sehr, sehr bitter. Rezepte. Ich habe 33% aller Rezepte freigeschaltet, bräuchte nur 700 Gold für alle Rezepte. Das geht. Bei den Nebel-Champions habe ich 14 von 19 freigeschaltet. Bei den Briefboten 15 von 16. Einzig und allein Balthasars Hunde besitze ich nicht. Ich weiß aber nicht, wo ich den herbekäme. Kleidungssets habe ich 20 von 111 möglichen. Todesstöße habe ich 62 von 70. Also 8 Stück fehlen. Das ist, finde ich, machbar. Und von diesen 8, die fehlen, sind WVW Goldener Dojak-Todesstoß, erstplatzierter Trophäen-Todesstoß, zweitplatzierter, erstplatzierter und drittplatzierter bei internationalen Turnierserien und der Portaldorn-Todesstoß. Alles, was man so mit Edelstein oder so kaufen kann, besitze ich, überraschenderweise. Natürlich hier hervorzuheben, Lama-Todesstoß als super cool. Heimatinstanz-Sammelknoten besitze ich tatsächlich nicht mehr alle. Mir fehlt, wie ich gerade feststelle, die ewige Eisscherbe sowie der Schwarzlöwen-Branchenauftrag. Stofffetzen. Achso, das ist wieder so ein Ding. Das könnte ich mir tatsächlich irgendwann mal kaufen. Wenn ich mal wieder Edelsteine ausgebe, dann wohl für den Schwarzlöwen-Branchenauftrag. Heimatinstanz Katzen habe ich 20 von 35. Gleitschirme besitze ich 56 von 106. Und bei den Extras habe ich 44 von 188 freigeschaltet. Mir fehlen noch etliche Tränke, wie ich hier sehe. Kostet aber 9.400 Gold, um die Sammlung voll zu machen. Manche davon sind echt nur 10 Gold wert. Wie zum Beispiel der endlose Spielzeug-Golem-Trank. Kann ich den kaufen? Dann machen wir heute noch irgendwas, um meinen Account voranzutreiben. Endloser Spielzeug. Guck mal, den habe ich auch nicht. Spielzeug-Macher-Trank.
Oder wenn's, da wären es sogar nur 2 Gold. Da haben wir heute erfolgreich diesen Account wieder ein Stück weit vorangetrieben auf dem Weg zur Weltherrschaft. Ihr merkt, ich bin ein bisschen aus dem... Ach, hätten wir auch diese Sachen nachgucken können, ne? Dann hättet ihr ein bisschen was Interaktives gesehen, wenn ich zum Beispiel hier auf Kleidungssets gegangen wäre oder Gleitschirme oder Reittiere. Sehr, sehr große Auswahl. Todesstöße, Briefboten. Wie gesagt, Balthasars Hunde. I don't know, warum die fehlen. Miniaturen? Hatten wir die Miniaturen? Habe ich darüber gesprochen? Ja, ich glaube, ne? Dass ich, ganzen Satz an Miniaturen habe, aber halt auch noch ein ganz schöner Haufen an Miniaturen fehlt, die man sich noch holen könnte. Joa, das dürfte so ziemlich alles gewesen sein, worüber ich accountweit sprechen kann, wenn ich das richtig sehe. Materiallager, Bank, Geldbörse, ja. Das ist soweit der Account im Allgemeinen. Wenn ich irgendwas vergessen habt, fragt uns gerne in den Kommentaren nach. Wir machen nochmal den kurzen Character-Check, aber wirklich nicht allzu lang. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht durch alle Charaktere durch. Für euer Verständnis, das hier war als letztes mein Charakter, mit dem ich mal Schwarzlöwentruhen gefarmt. Nee, stimmt gar nicht, mit dem habe ich Silberdublonen gefarmt. Silberdublonen am Ende eines Jumping-Puzzles. Er ist dann zur Niesewaldküste umgezogen, wie viele andere für die Otter-Infusion. Das ist mein Wiederverwerter-Sputti, damit der die niedrigeren Materialien recycelt. Dann haben wir Sputti-Test, den ich, wie gesagt, nicht weiß, warum er überhaupt existiert. Speckwerk, das ist mein Main-Mesmer gewesen, bis ich irgendwann eine neue Mesmerin, nämlich Spiegelsputti, hochgezogen habe. Spiegelsputti hat, glaube ich, auch optisch mit am meisten Liebe bekommen. Das war noch so in der Zeit, als ich mit Fashion Fox ein bisschen intensiver gespielt habe. Ich glaube, sie hat auch eine akzeptable Ausrüstung gehabt, ne? Bersi-Stats, aber wie ich feststelle, keine Runen drauf. Okay, perfekt. Not, ja. Aber zumindest Bersi hatte ich sie so weit ready. Ich glaube, ich wollte mal irgendwann mit ihr anfangen, auch in die Raids oder sowas zu gehen. Nie getan. Optisch finde ich, ist sie aber noch mit das Hübscheste, was ich je kreiert habe. Ich glaube, das ist die Precursor-Rüstung, oder? Hat sie die Precursor-Rüstung, meine ich, von der legendären. Sie wäre dann auch die Dame, die wahrscheinlich die legendäre Rüstung irgendwann bekommen würde. Auch hier natürlich wieder, um euch ein bisschen zu ärgern, aufgeräumte Inventare. Not, ja. Und ich werde niemals auf so eine gemeinsame Tasche schalten. Also ich mag diese Taschenunterteilung. Kristallsputti ist tatsächlich eine Kreation aus einem Level 80er Boost, den ich einfach nur wegbekommen wollte. Sputzi Wutzi Butzi ist mein Roleplay-Character. Das ist so ein, ich habe ihn immer stinkenden China-Farmer genannt. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Ich wollte jetzt sagen, den stinkenden Menschen gegenüber, aber so, es war einfach so, es sollte so ein bisschen RP-mäßig, diese aufsteigende Leylinien-Energie sollte so Großfäden darstellen. Und irgendwie ist mit dem Sputti nicht alles in Ordnung. Er hat auch nicht so eine krasse Ausrüstung bekommen. Alle anderen Charaktere, alle meine 80er Charaktere mit Ausnahme von Sputzi Wutzi Butzi, wobei der hat, glaube ich, auch schon aufgestiegene Ausrüstung und Speck weg, sind komplett durch die Bank weg aufgestiegen gegiert. Ich habe auch hier übrigens eine alternative Diebin, die wird deutlich mehr gespielt als Sputzi Wutzi Butzi. Ich besitze auch 2 Ingenieurinnen. Sputini existierte zuerst. Irgendwann wollte ich keine Norn mehr spielen. Und dann entstand Sputis Toy Girl als Alternative. Sie ist Condi Angie. Sie ist Holoschmiedin. Dann wieder Sputti. Natürlich, ein Wiedergänger muss sein. Sputeline, meine Elementarmagierin, drittmeistgespielter Charakter. Sieht optisch von der Ausrüstung her ein bisschen aus wie Soldier. Ist das die Azura-Ausrüstung? Ich glaube, das ist diese Azura-Rüstung, wenn ich mich nicht täusche. Das sind die Denker-Rüstungen. Und ja, wie ihr seht, Gelehrtenrune,
Full Bersi. Ich weiß nicht, warum sie keine. Ich weiß, warum sie keine alternativen Waffen trägt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Berserker-Stuff. Hier tatsächlich keine Anreicherung. Ansonsten aber kein Unterwasseratmer. Oh ja, das ist vielleicht noch was. Endlose Abbauwerkzeuge. Ich müsste 6 Charaktere besitzen, die vollkommen komplett mit endlosen Abbauwerkzeugen ausgerüstet sind. Darunter auch mein Lieblings-Warrior. Ihr merkt auch, ich war von den Völkern her, finde ich, ziemlich divers. Angefangen halt mit meinem Sevari, dann gefolgt von einem Char und einer Azura. Dann habe ich noch meinen menschlichen Guardian auch recht viel gespielt. Und später kam dann, welches Volk hatte ich nicht? Ja, Norn. Meine Ingenieurin sollte eigentlich meine Main-Norn werden. Norn sind sie bei mir so ein bisschen unterrepräsentiert, glaube ich. Ja, auch hier Vermächtnisrüstung. Ich weiß nicht, warum du dieses Schwert trägst. Du müsstest eigentlich auch genug. Ja. Okay, das ist vielleicht deshalb, weil es ist aber auch kein Bersi-Schwert. I don't know. Das Schild ist richtig. Das Großschwert ist richtig. Rückenteile und Co. sind auch richtig. Auch hier, wie gesagt, komplett ausgestattet mit endlosen Abbauwerkzeugen. Das ist mein wunderschöner Char. Ich habe ein Faible für die Farbe Schwarz. Es sei denn, ich spiele Sputti. Wie ihr seht, Spiegelsputti, Sputtis-Diebin und eben auch Sputtele haben allesamt eine sehr schwarze Rüstung. Oh, man kann die durchscrollen. Schön, das hatten sie irgendwann geändert. Auch Sputtis Bodyguardian, der war mal eine Zeit lang rosa. Das fanden die Leute nicht so lustig. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich fand's witzig. Ich habe ihn dann, glaube ich, irgendwann eine neue Ausrüstung verpasst. Und mit der neuen Ausrüstung kam dann auch ein bisschen schwarz ins Spiel. Ich habe Gegenstände ausgerüstet, deren Werte ich nicht ausgewählt habe. Ist das so? Ist irgendwo dann wahrscheinlich hier hinten passiert, ja. Auch Full Bersi. Können wir ihm hier auch nochmal Bersi geben. Auch nicht ganz full. Ich habe aus irgendeinem Grund eine Fackel, die nicht Full Bersi übrigens, full aufgestiegen. Das hat er tatsächlich nicht. Ja, das ist mein Bodyguardian. Finde ich, sieht auch gut aus. Die habe ich auch viel Zeit verbraucht. Hattest du jetzt auch endlose Abbauwerkzeuge? Ja, safe. Mehr endlose Abbauwerkzeuge. Mehr gut. Das sind so meine 4 Hauptcharaktere immer gewesen. Beziehungsweise meine 5. Irgendwann kam Spiegelsputti halt dazu. Der Rest hier hinten versauert so ein bisschen. Sputt der Nick. Auch einer meiner eher mainlastigeren Charaktere von der Idee her. Ich weiß nicht, Necro hat mich nie so ganz gefesselt. Aber auch hier schauen wir noch einmal drauf. Zum Abschluss würde ich sagen, diese Account-Tour. Ich finde, man muss sich jetzt nicht jeden Charakter anschauen. Hier haben wir tatsächlich. Huch! Ich bin gerade schockiert, dass du nicht aufgestiegen bist. Tatsache. Okay, aufgestiegene Schmuckstücke, ja, aber auch nicht die richtigen. Holy shit! Was hab ich mit meinem Necro gemacht? Okay, du hast zumindest die Sachen safe. Hab ich noch irgendwas in der Bank, was wir dem Necro anziehen könnten? Langbogen trägst du nicht, Kurzbogen trägst du nicht. Ist auch ein weirder Kurzbogen, kann man mal wieder verwerten. Schild trägst du nicht, Fackel trägt nur der Pestbringer. Das könnte man mal machen. Abtrünnige Rune, ich weiß auch nicht, warum ich die hier drin habe. Blick von Jan Tier. Ja, das ist mal für irgendwie einen 8-Charakter was. Und boshaftes Schuhwerk. Das sind auch mit Viper, oder? Boshaft ist, glaube ich, auch Viper. Ja. Das könntest du in Zukunft mal, wenn wir einen Kondi-Necro spielen, könntest du tatsächlich diese Schuhe gebrauchen. Und ja, ich schieb ihm die in die unterste Tasche. Oh. Ha! Damn it! Guck mal! Anscheinend besitzt er ein Set von Rüstungsgegenständen. Und zwar, ich wollte doch sagen, dass ich wäre ein bisschen überrascht gewesen. Das müsste dann auch viperhaft sein, wenn ich mich nicht täusche. Du hast ein. Okay, so beides Korallenheizreifen, das irritierte mich. Du hast nämlich ein Kondi-Set.
komplett auf aufgestiegen. Alles andere hätte mich auch überrascht. Jetzt müssen wir bei den Waffen noch gucken. Ich weiß gar nicht, wie man Condi Necro heutzutage spielt. Keine Kapuze. Weird. Das. Und anscheinend auch keine Hose. Okay. Ich bin von meinem eigenen Charakter überrascht. Da seht ihr, dass ich das nicht im Vorfeld irgendwie geplant habe oder so, sondern einfach jetzt aufgenommen habe. Hier ist alles wieperhaft, außer die Amulette. Beziehungsweise zumindest ein bisschen Zustandsdamage. Ist aber nicht die Rüstung, die er eigentlich trägt, ne? Wie man an der Optik unschwer erkennen kann. Wild, wild, dieser Charakter. Ja. Okay. Okay, Brust ist noch falsch. Das ist dann das nächste große. Ich schreibe mir gerade nebenbei mal so eine, im Editor eine To-Do-Liste. Das ist das nächste Projekt. Mein Necro noch mal ein bisschen aufmöbeln. Das hat er verdient, glaube ich. Ja, das war der Einblick in Sputtis Account. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Das Ganze gerne liken, natürlich meinen Kanal abonnieren. Auch ein Rüstungsteil, das nicht aufgestiegen ist. 2. Wild, wild. Vielleicht habe ich gerade zu großspurig behauptet, dass alle meine Charaktere komplett aufgestiegen wären. Stelle ich fest. So oder so. Wenn euch das Ganze gefallen hat, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Ich war schon kurz davor zu sagen, besucht geeknews.de. Das könnt ihr auch machen. Ihr dürft aber auch gerne mein MMO besuchen. Das ist die Seite, auf der ich gerade unterkomme. Zu End of Dragons habe ich einen Anspielbericht geschrieben und ich werde End of Dragons auch intensiv covern. Mit, okay, bis auf das Brustteil. Okay, bis auf das Brustteil. Ich werde auf mein MMO Guild Wars for End of Dragons intensiv covern. Und Stand jetzt sind dann 1, 2, 3, 4, 5 komplett aufgestiegen. 3 zumindest teilweise. Du müsstest es auch. Jetzt muss ich es doch noch einmal wissen. Es tut mir leid, ich war schon in der Abmod. Ihr merkt, wie gut das hier vorbereitet ist. Condi. Ja. Guck mal. Das sieht doch gut aus. Okay. Ein falscher Ring-Set. Aber das würde ich auch schon abhaken. Auf Sputtis Teuge. Schauen wir auf meine andere Sputti-Dame. Das ist zack, 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 zack. So. Ausgerechnet meine beiden Ingenieurinnen. Okay, auch ein Ring. Zwei Ringe. Ausgerechnet meine beiden Ingenieurinnen reißen es jetzt raus. Ich weiß gar nicht. Also ich kann auch einmal gucken auf Speckwerk und Sputzi, Wutzi, Butzi, ob die aufgestiegene Rüstung haben. Aber ich meine, die beiden haben keine. Ne, du bist Berserker mit Exo. Und ne, Kristallsputti ist safe. Die kommt ja aus einem komischen Booster raus. Da war sie voll exotisch. Dann habe ich sie irgendwann aufgeboostet, das weiß ich, zu full ascended. Der Einzige, bei dem ich mir noch nicht sicher bin, ist jetzt Sputzi, Wutzi, Butzi. Ansonsten können wir dann ein Fazit noch zum Ende ziehen. wie viele aufgeschiedene Charaktere ich tatsächlich habe. Dann aber auch mit dem Hinweis, dass manche zwei. Ja, guck mal, 4. Surprising. 4 aufgeschiedene. Guck mal, dir könnte ich übrigens den. Ich glaube, ich habe hier einen Shortbow. Die kann man, glaube ich, umschmieden, ne? Aufgestiegene Waffenwerte ändern. Umschmieden. Was brauche ich denn dafür? Weil hier ist nämlich ein Shortbow mit weirden Stats. Dann machen wir dich nämlich auch noch ein bisschen besser. Wie macht man das denn? Anthologie der Helden. Äh,
aufgestiegene Werte ändern. Zutat 1, eine aufgestiegene Rüstung. Und Zutat 2 für die geeignete exotische Inschrift. Oh, das wird, glaube ich, das Problem, ne? Eine viperhafte Inschrift kriegt man nicht so leicht. Wenn ich mich nicht täusche, sind die nicht handelbar. Viperhafte Inschriften? Ich meine, die muss ich... Ich meine, die gab es nur in Taria. Wie ihr seht, bin ich nicht in Taria. Damit. Das mache ich gleich noch offstream. Da schmiede ich dem noch einen ordentlichen Kurzbogen zusammen. Aber Er hat ansonsten eine Pistole mit Conny-Damage. Cool. Ein aufgeschiedenes Schwert. Cool. Schwertpistole können. Guck mal hier. Sword Pistol. Wenn ich ihm jetzt noch einen Bogen und einen Brustteil gönne, dann steht er gar nicht so schlecht da, ne? Der Kollege. Okay, er hat noch ein wildes Schmuckstück, aber sonst. Zwei wilde Schmuckstücke. Aber sonst. Okay, also Fazit zum Ende dann nochmal. Spudi besitzt 2 komplett aufgestiegene Ausrüstungen, Spiegel Spudi 1, ist die dritte. Du besitzt eine 4, du besitzt 2, 5 und 6. Du besitzt eine komplette 7, du besitzt eine komplette 8. Du besitzt keine komplette, du besitzt keine komplette. Du bist Nummer 9 und 10, auch wenn beiden ein Ring fehlt. Nummer 11, 11,5, wenn man so will. Du hast nichts. Und dann an ihr beide noch mit ein bisschen aufgestiegene Ausrüstung. Logischerweise haben die drei hier hinten überhaupt nichts zu sagen. Einen Charakterplatz habe ich noch frei. Was ich da mal draus mache, keine Ahnung, ist wahrscheinlich jetzt weiterhin mein Schwarzlöwenschlüssel-Farmcharakter. So, jetzt sind wir aber durch. Das Video hat wieder knappe Stunde gedauert. Ja, 50 Minuten, knapp über 50 Minuten. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht mich auf meinen MMO und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut, Dankeschön fürs Einschalten.